Ja, passt doch. Wenn man sagt, gehen sie hoch, sage ich öfter. Nächstes Mal sage ich auch, wie viele FPS oben haben, dann gehen sie wieder hoch. Ich glaube, das ist auch umgekehrt. Ich möchte die FPS gerne wieder unten haben. Ne, es klappt nicht. Gehen sie noch höher. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Jetzt dürfen wir uns proben mal, gucken, was schon da ist los. Ist war das hier unten. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Uh-huh. Das halt, das ist ja eher nicht, würde ich sagen, ne? Das ist schon das gewesen, das unterste hier. Ne, das wollte ich nicht. Das ist ja mehr so ein gummiartiges. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Hier hat sogar nochmal gepiept. Das habe ich gehört. Es hat hier gemacht. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Büro. Vielleicht liegt hier ja noch eine Zeitung. Für uns. Aber hier liegt keine Zeitung für uns. Dann gehen wir hier wieder raus, würde ich sagen. In der Zwischenzeit wird's, dämmert es hier doch schon ganz schön. Und wir fahren aber mal mit so einem Krankenwagen, würde ich mal sagen. Na, wieso eigentlich nicht? Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Ich wollte jetzt eigentlich hier zum Zentralrevier fahren. Und ja, fahren wir dann mal mit dem Krankenwagen hin. Wieso auch nicht? Fahren wir hier ein bisschen. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. The coroners. How so? You know, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of a pulp. You've been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about I don't know about that. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence da? In his backyard. And that was his car with the bloody tools gewesen? In it. I never said it wasn't Muller. Hell, he probably killed his wife. Deprived that poor kid of a mother. So, schnell haben wir irgendwie gedreht. Zentralrevier um 7.43 Uhr abends. Ne? Ich meine, das wäre abends. You better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Muller's in two and the pervert's in one. Get in there and get a conviction. Hm, wen nehmen wir als erstes? Ich denke, wir gehen erstmal in Nummer 1, ne? We were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally. Alles klar. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? So, Arbeitsstelle. You're down on your luck, Eli. I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Ja, ich glaube, er sagt die Wahrheit. What kind of job? Da soll ich ihn immer anzweifeln. Fishing boats, odd jobs around the boatyards.
I'm pretty good with my hands. Ah, Fischerboot. Alles klar. So, Zugang zum Flecht. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rudy, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Er war halt ganz stumpf, wir gucken nur geradeaus. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping, am I right? I prefer braid, tie hitch and braid, stays tied. Mhm, und dann Motiv für You Mona killed Moss. Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. Ain't done nothing like that. Ich zweifle mal an. You have no job and nowhere to live by the smell of things. And you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case. But my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? Ah, ja, who's my money? Hugo Moller's our number one suspect. The evidence is solid. Ich laufe hier schon gegen die Tür. Was ist das hier? So, okay, so gehen wir mal in Raum Nummer 2 und fragen mal Hugo, was er dazu sagt, ne? So, Hugo. Here's where we stand. Your next door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test, I can prove it. Aha, Beseitigung von Beweisen. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Schwierig. Anzweifeln. Are you going to tell me what I want to know? Or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Zugang zu Flechtseil. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Do you know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for mooring lines, hawsers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. Oh man, das ist auch wieder so schwer zu deuten. Fahrzeug des Opfers gefunden. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Er guckt immer so leicht weg. Ich weiß es nicht, weit ist es da nicht. Anzweifeln auch nicht. What color are your overalls? Scheiße. Green. We all wear green. It's a company policy.
Zugang zu Radmotorschlüssel. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. So. Kleine, also. Blutige Schuhe sei. I want an attorney. I'm not answering any more questions unless I... Okay, ich hab's wieder bei dem nicht drauf, der regt mich auf, der guckt immer so leicht weg und dann will nicht und dann... I'm letting you go for now, Muller. 3 von 9, Muller. And work on your story. It's got more holes than a batting cage. That's the guy. Detective. That's him. That's the guy who parked the car, I'm sure of it. Hey, he's getting away! That's not true. I can't go to jail. Aber was doch? Dieser Schweinehund. Jetzt aber hinterher. Wow, Bahn. Phelps, you gotta get me closer. Hit him, Cole. Spin him out. Alles klar. Das war jetzt nicht getroffen, war was. Ich schieße auf den. Meine Fette, ich hier durch die ganze. Hit him. Engel. Clean this asshole off the road. Oh. Alles klar, Mann. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Wir müssen uns echt mal hier beeilen, hier, dass wir den gleich noch kriegen hier, nicht, dass er gleich einfach abbaut. Okay, nicht einfach abbaut, hey, der haut ja schon ab. Aber ich meine, dass er uns gleich noch verloren geht. Now is not the time to play around, Phelps. Weil die Straßen, weil die... Tram! Deus Ex Machina. We got lucky, Rust. You and your goddamn Latin, Phelps. It ends here, Hugo. Ja, den hat's once aber we get the janitor's statement, he'll be staring down a murder charge. Give it up, LAPD! Ja, dass wir von LAPD, vom LAPD sind, ist dem, denke ich mal, klar, ne? Wäre blöd, wenn nicht. Gewöhn dich dran, Bitch! I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagrant happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Ja, das lief jetzt nicht so gut. Na, jetzt heißt es wieder Streife fahren. Und ja, auf jeden Fall, wir haben wenigstens den Fall abgeschlossen, ne? Und ja, lesen wir uns das jetzt mal alles durch. Also gefunden, Hinweise haben wir 10 von 12, also 2 haben wir irgendwo übersehen. Ja, Fragen haben wir, ja okay, ich sag mal 8, 15 gibt es keine genaue Hälfte, sagen wir ungefähr die Hälfte haben wir von den Fragen richtig. Ist nicht so ganz toll, aber naja, auf jeden Fall Fahrzeugschaden. $311, Verletzungen haben wir mal wieder keine, da bin ich stolz drauf, hatten wir glaube ich noch gar nicht, bin mir aber nicht sicher. Ne, ich meine, hatten wir noch gar nicht, ne? Und Sachschaden war auch wieder ein bisschen mehr bei der Verfolgungsjagd gerade eben und so, ne? So, Hugo Moller steht eine Mordanklage bevor und Michelle denkt,
über ein Leben als Waisen nach. Ja, das war's mit diesem Fall, würde ich mal sagen, und wieder mit dieser Aufnahme. Ich bin aber, wo es mir gerade einfällt, was ich jetzt noch ein paar Worte jetzt erst noch sagen möchte. Erstmal, dass wir beim letzten Fall auch schon, dann war ungefähr das gleiche Motiv, eine nackte Frau, mit Lippenstift bekritzelt, irgendwo abgelegen, lag die da und so weiter und so fort. Klamotten fehlten, bla 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 und so weiter und so fort. Hier das, eine Handtasche und dies und da gefunden, so. Und auch wieder kleine Männerschuhe gewesen, hier waren es auch wieder kleine Männerschuhe, also die Fälle waren an sich ähnlich. Nur wir hatten zweimal übelst die Verdächtigen, also die eigentlich handfest waren. Ne, die wurden jeweils gesehen, die hatten passende Schuhgröße hier und alles. Ne, von daher weiß ich gar nicht, wer es sonst sein könnte oder ob es einfach wieder nur so ein kranker Nachahmer war oder Nachäffer, wie man das auch immer da nennt. Ne. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben jetzt den Fall abgeschlossen, wir dürfen jetzt Streife fahren, so wie es uns gerade eben angesagt wurde. Bin mal gespannt, wie es wird, wir werden es in der nächsten Aufnahme erfahren. Hab's ja wieder gut geschafft, eine Aufnahme, einen Fall. Wenn das immer so weitergeht, dann ist das ja Viva wunderbar. Und ich verabschiede mich dann erstmal von euch und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ob wir Streife fahren, sehen wir ja dann, oder ob wir jetzt einen Fall kriegen, keine Ahnung. Ja, dann würde ich mal sagen, bis im nächsten Part. Haut rein, euer Kings.